da auch mit der Text niedergeschrieben über die Missstände soziale Einrichtung, wo ihr wohnt. Das ist seit 3 Jahren oder sagen wir 2014, seit 2012, das ist seit 2 Jahren Herbst eingespart worden. Da, wo er wohnt, ist nicht der Einzelfall, das ist überall in soziale Einrichtung kaputt eingespart worden und die Betreuungspersonal ist ebenfalls eingespart. Und jetzt lese ich seinen Text durch. Mein Name ist Ahmed Gronis, bin 35 Jahre alt und im Kinderheim aufgewachsen. Habe keine Familie, habe auch Sehnsucht nach einer bestimmten Frau. Ich bin auch arm. Nach dem Heim wohne ich seit Sommer 1995 in solche heimähnliche Sozialeinrichtung, wo meine Mitbestimmung nicht habe. Meine Oma ist der Einzige, der für mich pflegt. Jetzt von vorne. Ich bin im Kinderheim als schwer erziehbar mit Schuldvermutung aufgewachsen. Weil die Tanten nicht kontrolliert hatten, wer da jetzt wirklich lügt. Zum Beispiel, ich habe zwei Schimpfwörter heimlich ohne Namen benutzt, beziehungsweise keinen Namen genannt. Allerdings haben meine Kinderkollegen mich missbraucht und in die Schuhe geschoben, was gar nicht wahr ist, weil die Strafen schon regulär war, habe ich auch schon mal mit Namen beschwert. Über die meiste Zeit sagte ich nicht mit Namen. Trotzdem wurde mich einfach mit Schuldvermutung in die Schuhe geschoben. Missbraucht hatten die anderen älteren Kinder mich auch, wie zum Beispiel Sexmissbrauch, und zwar gleich zweimal. Einmal in meinem 9. Lebensjahr, zweites Mal, wie ich 13 Jahre alt war. Beim zweiten Mal war Gruppensex im Spiel. Einerseits war Lebenserfahrung, aber auch unschuldig gegen meinen Willen in Gruppensex gelockt worden, und wieder mal hat die Heimtanten mich als Hauptverdächtige bestraft, obwohl ich das nicht wollte, nie wollte. Da hatte ich heimliche Tonaufnahmen gemacht, wie die Tanten mit mir über das gesprochen hatte. Ich wurde auch geschlagen, wie in der Sekte 12 Stämme, die wiederum unter diesen Namen 12 Stämme missbraucht, so wie die katholische Kirche mit Jesus oder Gott das Schlagen eine normale Erziehung ist. In wirklicher Weise, Jesus wollte niemanden unterwerfen oder versklaven. Die katholische Kirche verdrängt das alles. Das ist nichts anderes wie das Römische Reich von heute. Weiter. Wo bin ich gerade? 6 Kilo lang. Wo bin ich? Ja, genau. Warum ich im Heim aufgewachsen bin, weil meine Mutter psychische Probleme hat und die Oma musste damals arbeiten. Deswegen hatte sie keine Zeit
für mich hatte ich immer meine bestimmte Frau aus der Zukunft geträumt und am Tag beschreiben können. Dieser Frau bin ich heute noch auf der Suche nach ihrem Kontakt, weil ich vor 11 Jahren einen Fehler gemacht hatte. Ich hatte einfach meine Privatträume, ja, privat, das ist also seine, auf ihre Fan-Homepage nicht verschicken sollen, weil die Frau es nie direkt kontrollierte, sondern ein Fremder zwischen kontrollierte. Dadurch ist schon 11 Jahre verstrichen, allerdings in Facebook machte ich diesen Fehler nicht mehr, trotzdem bin ich wieder rausgeschmissen. Ich habe von diesen Frauen eine Botschaft gefunden, in ihrem bestimmten Interview über ihren Album Red. Ich habe mein Leben ein Buch über meine Träume und schreckliche Kindheit geschrieben und habe auch etwas aus meinen Träumen gezeichnet. Was nur die Frau kennt, somit ist die Botschaft von ihr 1000-mal abgesichert. Ihre Lieder beinhaltet Träume, geheime Wunsch, Hängnis und andere Liebeslieder. Daraus habe ich eben aus meinem Traum etwas gezeichnet, was wiederum nur sie kennt. Thema soziale Wohneinrichtung und Tagesstätte. Von Anfang an weiß ich erst jetzt seit 2010, dass mich der WG-Heimleiter mich als schwer erziehbar aufgezogen hatte, weil er einmal als Betreuer damals gearbeitet hatte und zwar gleich im Jahre 1995, obwohl ich auch damals kochen, einkaufen, Wäsche waschen und für meine Selbstverantwortung gelernt hatte. Pro Woche hatte ich genug finanzielle Mittel bekommen und ich besorge auch noch Spiele, ja, das ist Freizeit. Allerdings hatte ich von meiner Oma auch noch 100 Euro pro Monat bekommen. Heute kann ich nichts mehr leisten, weil der WG nicht einmal das Geld auf die Mittagessenrechnung hergibt. Das wurde eingespart in den falschen Ecken, was es eigentlich nicht sein soll. Allerdings wurde in der Regel bis 15 Euro im Monat wieder eingeführt. Allerdings kann ich nicht so beschließen, dreimal 5 Euro im Monat auf Rechnung geben kann. Das selbstständige Einkaufen kann ich nicht selber durchführen. Das heißt, Selbstständigkeit in soziale Einrichtung wurde leider abgebaut und durch Dritte fremdbestimmt. Das klingt lächerlich, was die aufführen. Weil die Regel so ist und daher bekomme ich gegen meine Wille immer das schlechte Fleisch und Co. Ich werde durch Dritte fremdbestimmt, ja, verwaltet. Und ich kann unter der Woche nicht aufstehen, wann ich will. Vor allen Dingen, wenn ich die Nachtsendung über die Missstände, was keiner hinschaut, aufnehme. Außerdem kann die WG für die Nachbarin keine Babyfon leisten und es gab schon Zeiten, wo es jeden Tag um 6 Uhr laut war und es hörte kein Betreuerinnen. Ja, Betreuermangel, das ist immer das Problem, überall. Die Mauer ist zu dünn wie Papier und die Betreuerin ist auf der anderen Seite des Ganges. Dadurch höre ich intensiv laut auch Schreie. Ja, Rufe, ja.
Mittlerweile habe ich die Rufe aufgenommen. Das Einzige, was die WG hat, ist ein Uhr-Armband-Notknopf, die allerdings bei meiner Nachbarin heruntergefallen oder im Nachtdienst zu weit weggelegt hatte und daher nicht bedienen kann. Mittlerweile ab November 2012 wurde Betreuungspersonal, WG-Leitung ausgewechselt und eingespart.